Hey da, wo ist das Timepod? Och nö, wie sollen wir denn jetzt je wieder zurückkommen? Du hast doch die Pfeile geholt. Rufus. So, finde ich hier doch noch irgendwo ein Hütchen. Hier habe ich locker übersehen, oder? Ja, okay, wahrscheinlich. Okay, nicht mehr in der Szene. Vielleicht ist es eine andere. Es tut mir leid. Ich rede nicht mit dir. Mann! Kannst du meiner Braut ausrichten, dass ich hier ein bisschen Hilfe gut gebrauchen könnte? Kannst du diesem Landstreicher ausrichten, dass ich nicht seine Braut bin? Mal das macht ihr zwei Dödeltauben, mal besser unter euch aus. Dödeltauben. Aha, ich sehe Potenzial. Da unten ist noch eins? Das ist zu weit weg. Außerdem will ich nicht schon wieder das letzte. Ah, da oben ist auch noch eins. Ich hab's gerade erst gesehen, ganz knapp so. Ganz leicht. Zack, so. Was ist eigentlich mit Macronicle? Das wundert mich gerade so ein bisschen. Hier geht es weiter, aber ich gehe nicht ohne Goal. Wer weiß, wen sie sonst noch alles heiratet. Stimmt. Goal. Gute Neuigkeiten. Ich habe einen Weg hier rausgefunden. Hat da jemand was gesagt? Ich sehe gar niemanden. Oh, jetzt hör doch mit dem Babykram auf. Wir können zurück in die Zwischenzeit. Das muss doch auch in deinem Sinne sein. Ach, Monsieur Wedding Crasher will mir erklären, was in meinem Sinne ist? Goal. Ja? Ich bin untröstlich. Ich wollte doch nicht, dass wir hier landen. Auch wenn die Entführung der Braut genau genommen zu den traditionellen Aufgaben eines Trauzeugen gehört. Ich weiß doch, dass du diese Dinge nicht mit Absicht machst. Und dass wir hier festsitzen, habe ich selber verbockt. Aber für einen Zeitreisenden ist dein Timing echt unterste Schublade. Während du fort warst, hat mir die alte Goal viel von dir erzählt. Sie sagte, dass du zurückkommen würdest und dass ich Geduld haben soll. Sie sagt, du hättest ihr beigebracht, niemals die Hoffnung aufzugeben. Aber alles, was ich dachte, war, dass ich nicht so enden will wie sie. Zweimal bist du einfach aus ihrem Leben verschwunden. Aber immer, wenn sie gerade akzeptiert hat, dass du nicht zurückkommst, tauchst du doch wieder auf. Wie soll man denn damit umgehen? Ist das so eine Masche von dir? Und jetzt ziehst du die gleiche Chose bei mir ab. Das macht also insgesamt schon drei. Und deswegen willst du jetzt lieber in der Wüste versauern? Na komm schon. Oh, was macht das doch nicht mit Absicht? Ha! Echt jetzt, Rufus. Och, die hat ja wirklich eine Scheißlaune. Na, ist doch gut. Hier in der Wüste haben wir ein Sprichwort. Das Schwierige an der Kokosnussernte ist, die Frau auf die Palme zu bringen. Den Rest erledigt die Schwerkraft, ne? Echt jetzt? Alles klar. Wenn das so ist, habe ich echt einen Lauf. Mein Rufus, geh! Schnell, hinterher! Das ist zu weit weg. Zum Berg. Jetzt geh in dieses verkackte Portal. Geh rein da. Erkennst du mich denn nicht? Ich bin's. Goal. Nie gehört. Aber ich kann dich ohnehin nicht reinlassen. Befehl ist Befehl. Das ist doch... Probleme? Rocco will die Brücke nicht runterlassen. Dann hat er dich in dieser Zeit nicht kennengelernt. Keine Sorge. Das wird er gleich. Ist wohl doch nicht so toll, der Typ, was? Ich scheine ein Händchen für Idioten zu haben. Stimmt. Möglich. Lietis, dann er hier. Du suchst dir wirklich mit großer Treffsicherheit die größten Napfsülzen aus. Okay. Können wir hier irgendwas mitnehmen? Nee. Okay, wir müssen hier hoch, hier rauf am besten so. Würde ich mal jetzt meinen einfach mal so, ne? Und Rogo. Nein, bleib hier. Haben wir hier nichts? Wir haben Rocco. Ja gut, okay. Abschießen? Verlockend. Aber irgendwie bezweifle ich, dass das meine Chancen bei Goal verbessern würde. Was? Nein, ich wollte aufsetzen. Aha, ich sehe Potenzial. Oh, hier. Aha. Was tust du da? Ich falte mir einen vierdimensionalen Kalender aus Recyclingpapier. Das sieht mir eher so aus, als würdest du versuchen, das Portal zu öffnen. Tja, offene Portale sind das Januar-Motiv, du Blitzmerker. Das geht nicht. Das ist ein Elysium-Portal. Da kommen die Fuelocks her. Dann versuch doch, mich aufzuhalten. Bin gespannt, oh, du bist ein Lappenrubus, ohne das Tor zu öffnen. Ich wäre verpflichtet zu schießen. Oder willst du mich etwa, Was hast du gesagt? Ernsthaft?
Du würdest eher auf uns schießen, als uns reinzulassen? Ich mache die Regeln nicht. Ich befolge sie nur. Dann mach dich mal auf etwas gefasst, Freundchen. Ich bin nämlich mit demjenigen unterwegs, der sie bricht. Selbst wenn das bedeutet, dass man ihn über den Haufen schießt. Ist es nicht so, Rufus? Naja. Genau. Okay. Ich glaube, hier brauche ich einen Plan. Am besten einen, bei dem ich nicht über den Haufen geschossen werde. Ich sollte mit Goal darüber reden. Oh, Rufus, Mensch. Deine Ernte. Und? Hast du schon eine Idee, wie wir an ihm vorbeikommen? Hm? Hier oben, Rufus. Oh, Entschuldigung. Mir ist tatsächlich gerade eine Idee gekommen. Wir könnten... Bitte was? Hey, was flüstert ihr da? Und dann... Wer flüstert, der lügt. Und das war's. Denkst du, du kannst das? Klar. Warum denn nicht? Na los, in Position, Soldat. Echt jetzt? Na gut, ich gebe dir das Signal, wenn ich soweit bin. Hä? Ich weiß nicht, hä? Okay. Okay. Einfach machen. Goal! Jetzt! Was zum... Oh. Oh. Echt jetzt? Was ist jetzt? Ist das Portal schon offen? Einen Augenblick noch. Echt jetzt? Okay, jetzt. Nein, stopp! Echt jetzt? Alter! Echt jetzt? Sind wir doch zusammen auf Elysium. Tja, das sind wir wohl. Hier sollte es eine Menge anderer Portale geben. Können wir nicht einfach hier bleiben? Oh Gott, das hatten wir doch schon. Anfangs habe ich ja auch gedacht, dass das eine gute Idee ist. Aber wer rettet die Welt, wenn nicht wir? Das ist unfair. Warum darf es uns nicht gut gehen? Goal? Probleme, Gefahren. Es ist fast so, als würde uns jemand beobachten und... Goal! Wir haben ein paar Probleme und ein paar Gefahren. Oh, oh. Wie? Du etwa für die ganzen Fuel-Loks verantwortlich? Sind sie nicht super und viel effektiver als die alten Robo-Modin-Sippen? Zumindest werden sie häufiger nachgefragt. Besonders beliebt ist das Sicherheitspersonal. Jeden Morgen dasselbe. Kaum habe ich den ersten Fuel-Lok losgeschickt, gehen überall die Sirenen. Sicherheitsalarm! Sicherheitsalarm! Haha! Sie können gar nicht genug von ihnen bekommen. Ronny. Du musst damit aufhören. Die Fuel-Loks sind keine Sicherheitskräfte, sondern die Sicherheitslücke. Das ist ja das Schöne. Die Leute lieben das. Streicheltiere und Kartbahnen. Die Leute wollen Dramatik. Action. Jeden Tag ein neues Armageddon. Und dank dieser Zeitschleifenkiste gibt's all das vollkommen ohne Konsequenzen. Na? Wie findet ihr mein neues Unterhaltungsangebot? Also ich finde so eine Kartbahn eigentlich ganz cool. Muss ich sagen. Du bist verrückt, Ronny. Mag sein. Verrückt nach Spaß. Ja. Das ist aber kein Spaß, Ronny. Das ist bitterster Ernst. Wie kann es ernst sein, wenn es keine Konsequenzen hat? Weil Konsequenzen wichtig sind. Ohne Konsequenzen... ist einfach alles nur sinnlos. Papala Pups! Spaß ist immer sinnlos. Du irrst dich. Hä? Das Gegenteil ist der Fall. Und ich glaube, ihr wisst einfach nicht, wie man richtig Spaß hat. Solange ich hier den Hut aufhabe, wird das Abenteuer niemals enden. Okay. Was hast du mit uns vor, Ronny? Na, ihr seid natürlich Ehrengäste auf meiner Party. Immerhin warst du es ja, der mir beigebracht hat, wie man Fuel-Loks herstellt. Und der mit dem Aluhut meine Sicherheitsprotokolle außer Kraft gesetzt hat. Rufus? Es war notwendig. Wozu war es denn bitte notwendig, eine Rasse aus Killerwesen zu erschaffen? Ich kann mich jetzt nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. Aber zum nämlichen Zeitpunkt war es das Gebot der Stunde. Ist es denn so wichtig, wie es passiert ist? Ja! Genießt es doch einfach! Ihr könnt jeden Morgen wieder anfangen, meinen Fuel-Loks zu entkommen. Solange ich hier den Hut aufhabe, wird das Abend...
Ah, er hat ja immer noch den Aluhut auf, stimmt. Jetzt Schluss, Ronny. Wir gehen nach Kuwak und durchbrechen die Schleife. Ja, ihr Schlingel, das könnt ihr nicht. Doch. Was wäre denn das für ein Ende? Alles voller Fuelox, alle tot, Elysium verwüstet. Nein, so werdet ihr es nicht enden lassen. Aber doch. Versucht es trotzdem gerne. Darum geht es ja bei Ronnys lustiger Fuelox-Hatz. Och, kommt schon, schaut nicht so traurig. Spielt mit, solange ich hier den Hut aufhabe, wird das Abenteuer niemals enden. Du trägst aber keinen Hut, Ronny. Putzschnitzel, du hast recht. Warte, das muss ich sofort korrigieren. So ist es besser. Echt jetzt? Dein Hut ist dämlich, Ronny. Ich weiß. Aber versuch du mal, einen Hut zu falten, wenn du Blätter statt Händen hast. Nicht einmal Papierflieger kriege ich richtig hin. Oh. Spiel ist für heute sowieso fast rum. Nicht mehr lange, dann geht es wieder. Wiku, wiku, wiku. Ihr könnt mir gerne ein bisschen Gesellschaft leisten, während wir hier auf den Zeitsprung warten. Ich spiele euch dabei den neuen Song vor, den ich geschrieben habe. Deine Fingernägel einzeln aus den... Ja, ich glaube, das war jetzt lustig genug. Autsch. War ja klar. 50 Jahre Hats Magazine. Oh. Besten Hüte aus 5 Jahrzehnten. Na, wenn das kein drolliger Zufall ist. Na los, lies vor. Was für Hüte haben es auf die Spitzenplätze geschafft? Auf Platz 1 ist die Melone. Eine hervorragende Wahl. Da müsste sich was Passendes am Fruchteisbrunnen finden lassen. Totschick, so singt es sich doch gleich viel entspannter. Klar. Deine. Na, 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 na. Lass die Hände schön da, wo ich sie sehen kann. Nagelbetten rauszuziehen macht. Irgendwie wird das dem Ernst der Lage nicht ganz gerecht. Deine. Wieder einzeln mit einer grünen Sonne. Irgendwelche Ideen? Okay, das sei dein Spezialgebiet. Ist es ja auch. Ich wollte nur abgleichen, ob du zufällig dieselben hast. Ich schlag dir deine Zähne ein. Hey, nicht tuscheln. Wer flüstert, der lügt. Deine Fingernägel einzeln aus den... Was, willst du noch was loswerden, bevor alles wieder von vorne anfängt? Jo. Dein Hut ist dämlich, Ronny. Findest du? Ja. Halb so wild. Alles kommt irgendwann wieder. Mode verläuft zyklisch. Also, welchen Hut soll ich als nächstes ausprobieren? Obsthüte, Sombreros, Aluhüte. Ja, Aluhut. Aluhüte haben es immerhin noch auf einen guten 4. Platz geschafft. Eine hervorragende Wahl. Aber wo bekomme ich so einen nur her? Hattest du nicht einen bei dir im Computerkern? Ach ja, ich Dummerchen. So, besser geht's jetzt aber wirklich nicht. Immerhin ist dieser Hu, der Hu, der Hu, der Hu, der Hu, der Hu. Was ist denn jetzt los? Das war doch ein Trick. Der Hut überlebt mein Avatar. Fuelox, zum Angriff, 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 zum Angriff. Rufus, jetzt. Das ist unsere Chance. Okay. Was denn machen? Dein Hut ist hier. Okay. Komm. Wo zur Hölle sind wir? Aha, ich sehe Potenzial. Okay.
Okay. Das war stark. Können wir das nochmal machen? Wie denn? Die Fuel-Loks versperren den Weg zum Ufer. Hast du einen Plan? Kommt sofort. Ja, ich habe einen Plan, denn ich sehe da unten ein Portal. Ich probiere mal was. Bin sofort zurück. Ach Gottchen, ey. Ufus? Ach Gottchen. Aua, aua, immer wieder aua. Oh je, Goal. Okay. Ich wollte eigentlich nicht, dass du das hier siehst. Schon okay. Ich komm klar. Niemand sollte seinen eigenen Tod mit ansehen müssen. Das da bin ich nicht, Rufus. Das ist Rita. Was? Aber... Du hast recht. Hui, ist das verwirrend. Bisschen. Das letzte Mal lagst du hier. Genau so. Ich kann's ihm nicht verübeln. Ich war ja nicht da. Wir können das ändern. Ich kenne einen Weg zurück. Damit ich dann hier liegen kann? Das ist alles so deprimierend. Ja, ein bisschen, ne? Ein bisschen. Okay, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Wir haben diesen Wasserfall. Wir haben noch immer das Schlüssel. Wo hab ich noch? Und vor allem... Na, ob das noch funktioniert? Bestimmt. Ja, funktioniert noch. Machen wir die Motorhaube mal auf. Und gucken wir gleich mal nach links. Ja gut, immer noch das Gleiche, immer noch das Gleiche. Hm, das ist auch neu. Hä? Scheinbar sind wir noch weiter in der Zukunft, oder wie das hier heißt. Ja, das könnte sein. Aber hier haben wir locker noch ein Portal, oder? Hm, nichts Neues zu erkennen. Nicht? Ach, da, aber eine Brechstange, okay. Sehe ich jetzt erst. Nice. Ah. Aber ich beende gleich erstmal die Aufnahmesession, wenn wir bei 1 Stunde 20 sind, das heißt so in 5 Minuten. Okay, ich wollte schon sagen, ey. Geschafft. Ja, und jetzt? Boah, jetzt haben wir keine... Ah, Tachyonenpfeile mehr. Aber wir haben ja im Motor noch ein bisschen Tachyonensaft. Ja. Ja, Tachyonensaft. Das Wasser hat die Tachyonenbrühe von den Zeigern gewaschen. Zeit, sie wieder aufzuladen. Eben. Bin ich auch. Mit dem Portal, bitte. Haben wir einen Hut? Ist das ein Hut? Nee, ich glaube nicht. Na also. Yeah. Oh, ich habe einen Ausweg gefunden. Ein Glück. Dieser Ort macht mir Gänsehaut. Zumindest haben wir seit unserem letzten Besuch ordentlich Federn gelassen. Aber was ist eigentlich mit McChronicle? Das wundert mich so ein bisschen. Ja, lass uns von hier verschwinden. Ladies first. LOL. Was? Wow. So viele Buntpflanzen. Jo. Das sind Blumen. Alter. Auf Elysium haben wir so viele davon. Seien wir ehrlich, es ist nicht komplett hässlich. Und das verbonken wir nur euch beiden. Wie waren das? Ihr habt den Krieg beendet und uns den Weg ins gelobte Land gezeigt. Und? Gibt's jetzt eine Party? Wo sind deine Mitstreiter? Die sind schon aufgebrochen. In die Vergangenheit? Die Quelle von allem, was gut und richtig ist, ne? Genau, danke. Tausendmal danke. Coolen Ding. Ich gucke gerade, ob wir einen Hut haben hier irgendwo. Aber ich glaube, ich sehe keinen, nee. Aber naja, hier beenden wir jetzt erstmal die Aufnahmesession. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.